Wir leben gerade in einer Covid-19-Pandemie, die extremen Druck auf das wissenschaftliche Publikationswesen ausgelöst hat. Und plötzlich reden alle von Preprints, Peer Review, Publikationen. Aber es ist gar nicht so klar, was das eigentlich ist, vor allem nicht in der breiten Öffentlichkeit. Peer Review ist der seit Jahrzehnten etablierte Goldstandard, mit dem wissenschaftliche Arbeiten auf ihre Qualität hin beurteilt werden, bevor diese publiziert und dem Diskurs der breiten Wissenschaftscommunity zur Verfügung gestellt werden. Obwohl der Peer-Review-Prozess als solcher schon seit Jahrzehnten etabliert ist, gibt es einige Kritikpunkte. Ich glaube, für uns die essentiellsten sind zum einen die Intransparenz des Prozesses. Das heißt, es wird nach außen hin nicht ersichtlich, welchen Einfluss die Gutachten auf die finale Publikation haben. Ein weiteres Problem ist, dass der Peer-Review-Prozess enorm träge ist und zeitaufwendig. Es dauert in der Regel viele Monate von der ersten Einreichung hin zur finalen Publikation. Und in dieser Zeit wird der Artikel nicht der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir haben Berlin Exchange Medicine gegründet und damit das erste interprofessionelle Student Journal aller Lebens- und Gesundheitswissenschaften. Wir sind eine Initiative mit 30 Studierenden aus ganz Deutschland, die gemeinsam die Vision hat, das wissenschaftliche Publizieren, aber auch den wissenschaftlichen Review studentisch neu zu denken. Studierende haben bei uns die Möglichkeit, als AutorInnen ihre ersten Veröffentlichungserfahrungen zu sammeln, also Arbeiten bei uns einzureichen und dann im Verlauf zu veröffentlichen. Zeitgleich haben Sie aber auch die Möglichkeit, bei uns einen von uns entwickelten Peer-Review-Crash-Kurs zu besuchen, in dem Sie diesen super praxisrelevanten Skill hands-on lernen. Wir glauben, dass es am hilfreichsten ist, wenn man wirklich eine breite Masse in der forschenden Community anspricht, weil so jeder etwas beitragen kann, wenn etwas auffällt. Und da sehen wir mit Preprints ganz stark, dass das dann auch viel einfacher geht als beispielsweise im traditionellen Review, wo man den Artikel von vorne bis hinten begutachten muss. Sondern wenn einem punktuell etwas auffällt, dann kann man mit einem einfachen Tweet zum Beispiel einen Kommentar dalassen und den Autoren ja, Vorschläge geben. Ich denke, ein ganz essentieller Punkt hier ist, dass man bereits in einem frühen Stadium sich kritisch mit wissenschaftlicher Evidenz auseinandersetzt, versteht, was die einzelnen Studientypen für eine Aussagekraft haben, wie die Ergebnisse entstanden sind. Das bedeutet, Studierende machen bei uns immer wieder Reviews und die Idee ist, dass wir damit studentische ReviewerInnen für unser Journal ausbilden. Dass wir entwickeln dann gemeinsam als Team, als AutorInnen, aber auch als ReviewerInnen das finale Produkt. Und diese Erfahrungen, die Studierende bei uns machen, durch die Strukturen und Angebote, die wir entwickelt haben, dann mitzunehmen und gemeinsam bottom-up dazu beizutragen, dass unser Selbstverständnis von Wissenschaft ein objektiveres wird, ein effizienteres wird und ein ehrlicheres wird.